Grüßt euch, ihr Lieben. Ihr habt euch ein Equipment-Video gewünscht und wir haben uns überlegt, dass wir euch heute mal erzählen, was wir für unsere letzten Videos benutzt haben. Womit habe ich angefangen? Was war meine erste Kamera? Beziehungsweise, was war die erste richtige Kamera? Und ja, wir können eigentlich direkt mal starten. Einige von euch werden wahrscheinlich das Video auf Instagram gesehen haben. I keep on running for my own life, because I'd rather not fight. It chases me soon as it's daylight, and well through the night. Yeah, but I can never stop wasting all my time with you. Now I can never stop wasting all my time with you. I feel alright when I don't see you. Stay in the back of my mind. I feel alright when I don't see ya. Stay in the back of my mind. Nah, 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 nah. Stay in the back of my mind. Nah, 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 nah. Stay in the back of my mind. In diesem Video haben wir mit mehreren Sachen gearbeitet und die würde ich einfach jetzt gerne mal vorstellen. Meine allererste Vollformatkamera war diese hier von Nikon, das ist die D610. Das ist quasi das Pendant zur Canon 6D. Hat ihre Vorzüge in ein paar Funktionen gegenüber der 6D, ist aber im Grunde genommen ziemlich ähnlich. In der Serienbildaufnahme ein bisschen schneller, deswegen hatte ich mich damals dafür entschieden, weil ich angefangen hatte zu fotografieren und immer alles aus der Bewegung rausgeschossen habe. Und deswegen hatte ich mich damals für diese hier entschieden. Zusammen mit einer Festbrennweite 50 mm, damit habe ich damals angefangen. Das weiß ich noch, mein allererstes About You Bild ist quasi mit der Kamera und diesem Objektiv hier entstanden. Vielleicht können wir das auch mal zeigen. Da habe ich noch sehr viel ausprobiert und das war für mich auch erstmal relativ schwer. Jetzt habe ich hier drauf ein 24 mm Objektiv. Ist eine Festbrennweite, ziemlich lichtstark. Das ist eine 1,4er. Und ja, die macht mir eigentlich am meisten Spaß. Ich stehe auf den Look dieser Linse und ich mag einfach Festbrennweiten so. Das ist ein Sigma Art Objektiv. Das Bajonett funktioniert ohne jede Einschränkung mit Nikon. Und ja, ich bin damit auf jeden Fall sehr zufrieden. Nach wie vor. Geile Kamera. Die kommt mit auf jede Reise. Damit haben wir schon, weiß ich nicht wie viel, 100.000 Bilder geschossen. Ich habe mir irgendwann nur nochmal so einen Akkugriff dafür geholt. Und dann hatte ich quasi dreifache Akkuleistung. Ich finde es eine Top-Kamera. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Preis-Leistung stimmt. Mittlerweile sollte die ein ganzes Stück günstiger sein. Das war so meine erste Vollformat-Kamera. Wenn ihr euch wundert, was hier schmatzt, unten liegt hier Mia an meinen Füßen. Die hat einen Kauknochen. Anderthalb Jahre später habe ich mich dann entschieden, mir die Sony Alpha 7 R3 zu holen. Eine Kamera, die mich so sehr überrascht hat, dass ich sie sowohl für Fotografie als auch für Videografie benutze. Das ist einfach ein Mördergerät. Ist auch Vollformat. Die Kamera macht einfach Spaß. Sie ist ultra schnell. Die Bilder sind ultra scharf. Ich habe mir den Body geholt und dann habe ich mich dazu noch entschieden für eine Festbrennweite. Ich bin Fan von Festbrennweiten. Das hier ist ein 35er Objektiv. Sehr, sehr lichtstark. 1,4er Blende. Ich meine, es ist nicht übertrieben lichtstark, aber 1,4er Blende ist schon okay. Ich stehe auf den Look der Linse. Ich mag einfach Festbrennweiten. Das ist mein Ding. Damit machen wir nachts Fotos. Damit machen wir nachts Aufnahmen. Das hat mich noch nie im Stich gelassen. Ultra schnell. Mia, komm mal hier hin. Und jetzt schlaf. Das sind nicht die Druiden, die so. Der Body von der Sony Alpha ist super übersichtlich. Ich hatte Angst davor, dass ich, wenn ich mir einen neuen Body hole und dann auch noch von einer anderen Marke, dass ich quasi alles nochmal neu lernen muss. Das war überhaupt nicht so super leicht zu bedienen, super cooles Bedienfeld. Alle Funktionen sind schnell verstanden und natürlich, wenn man super regelmäßig und viel fotografiert und filmt, dann hat man das halt schnell raus. Nochmal zurück zur Linse. 35 mm von Zeiss, 1,4er Lichtstärke, finde ich, ist eine Mega-Linse. Für Leute, die Festbrennweiten nicht feiern, haben wir uns das G-Master zugelegt. Das ist ein 24-70, quasi ein Zoom-Objektiv. Das ist jetzt gesichert, weil es nicht am Body ist, deswegen kann ich es nicht ausfahren. Aber es ist ein Zoom-Objektiv und hat allerdings nur eine 2,8er Lichtstärke. Problem dabei ist,
dass es natürlich, sobald es nicht mehr ganz so hell ist, auch nicht mehr so einfach ist, mit diesem Objektiv zu arbeiten. Ich weiß, dass auch von vielen befreundeten Fotografen, dass das ein sehr, sehr beliebtes Objektiv ist. Macht auch wirklich Spaß. Wir drehen damit Videos, wir können damit Revertigos drehen. Macht super viel Spaß damit. Das G-Master ist halt jetzt neu in unserer Family, haben wir noch gar nicht so lange. Aber ist auf jeden Fall mega nice zum Filmen. 24-70 2.8. Dann haben wir uns geholt ein Makroobjektiv, auch eine 2.8er Lichtstärke. Das ist ein 90er, damit machen wir so Detailaufnahmen von Augen zum Beispiel. Damit machen wir, ja, Detailshots, kann man so sagen. Also da braucht man gar nicht mehr viel groß erklären. Nicht ganz so einfach damit umzugehen mit so einem Makroobjektiv. Einen Fokus zu setzen, den auch zu behalten, ist nicht so einfach. So, Mia, was ist hier los? Mikrofon noch. So, da haben wir hier Marke Aaron Breyer Eigenbau. Da ist wieder so ein Fluff hier oben drauf, weil der Junge hat das Original hat er vercheckt, ist weg. Wir nehmen unseren Ton immer doppelt auf, das heißt jetzt gerade, ich habe das Mikrofon hier, es nimmt nicht auf, haben wir quasi eine Art Diktiergerät. Das ist cool. Gehört das da drauf? Ah, oder hast du dir das überlegt? Nee, es gehört da drauf. Das ist noch das Original? Wir haben relativ oft Drohnenaufnahmen in unseren Videos. Da habe ich mir damals, das ist auch ungefähr anderthalb Jahre her, da habe ich mir die Mavic Pro geholt von DJI. Ich habe mir irgendwann noch so eine Sonnenblende hier geholt. Gimbal ist ziemlich cool. Die Akkulaufzeit von dieser Drohne ist ziemlich cool, meines Erachtens nach. Die Produkte von DJI, zumindest drohnentechnisch, so die besten Produkte, die man sich zum Filmen holen kann. Also da gibt es ja nicht nur die Mavic, da gibt es ja auch noch die Phantom und etliche Modelle. Ziemlich nice Geräte. Das Problem ist nur, mir hat getrunken, das Problem ist nur, dass die DJI-Produkte alle mit einer App verbunden sind. Man sein Handy quasi an die Remote packt und dann wird das alles mit WLAN und GPS miteinander verbunden. Die App weiß immer, wo man gerade ist. Man ist darauf angewiesen, dass man Netz hat, dass man Akku hat, dass man auch eine Bildübertragung gewährleisten kann. Dadurch, dass es über GPS arbeitet, was es letztendlich zu einer Drohne macht, wissen die halt auch immer, wo man ist. Und dort gibt es Bestimmungen, Richtlinien und dann kann man teilweise auch gar nicht abheben. Ich meine, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen absolut gefährlichen Orten, wo man sowieso nicht fliegen sollte, sondern ich rede auch von, wir hatten das Problem in Afrika zum Beispiel, in super vielen Nationalparks und so, konnten wir gar nicht abheben. So, das ist so ein bisschen ärgerlich. Dann haben wir uns vor kurzem die Mavic Air geholt. Super nice. Gleiches System wie von der Mavic Pro. Alles nochmal eine ganze Nummer kompakter, alles nochmal eine ganze Nummer ausgefeilter. Echt cool. Ein bisschen leichter in der Bedienung. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Dennoch, für die Sachen, die wir machen, waren wir bislang mit diesen beiden Drohnen relativ begrenzt. Und eben durch diese GPS-Kontrolle. Und man muss auch mit der Linse und mit der Kamera arbeiten, die da halt eben dran ist. Deswegen haben wir uns kurzerhand entschieden, wir bauen jetzt unsere eigenen Drohnen. Ziemlich nice haben wir noch ein Unterwasser-Case. Ich weiß noch, als wir das erste Mal unter Wasser damit gefilmt haben, wir hatten so Angst. Wirklich, wir hatten so Angst. Die Kamera kommt hier rein, dann hat man hier so ein Loch. Da steckt man irgendwie noch den Finger rein, damit man zum Beispiel bei dem G-Master, bei der G-Master-Linse kann man da nochmal fokussieren. Und ja, ich weiß nicht, hier kommt auch, hier geht man mit dem Finger rein, dann kann man auslösen und so. Wir hatten super Angst, dass es nicht dicht ist. Aber es hat treue Dienste geleistet. Ist echt cool, kann ich weiterempfehlen. So ein Waterproof Case, das heißt, glaube ich, Waterproof Pack, DG Pack. Mega cool. Ja, das benutzen wir für Unterwasseraufnahmen. Dann haben wir angefangen, etwas stabilisierter zu drehen. Ich meine, der Sensor von der Sony Alpha ist sowieso stabilisiert, aber es geht immer noch ein bisschen besser. Dafür haben wir uns das Moser Air Gimbal geholt. Hier sind normalerweise jetzt noch zwei Griffe dran, die haben wir abgenommen, weil wir gereist sind. Das kann man komplett auseinanderbauen. Das ist ein Drei-Achsen-Gimbal, ne? Das ist ein Drei-Achsen-Gimbal. Hierzu kann ich sagen, es gibt Gimbal von DJI. Die sind nochmal auf einer ganz anderen Preisklasse. Das hier liegt so bei 600-700 Euro. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile immer noch so ist. Als ich es gekauft habe, hat es, ich glaube, 650 Euro gekostet. Leistet Dienste, ist aber nicht das
Beste, was man kriegen kann. Also, wenn die Akkus ein bisschen erschöpfter sind, dann gibt auch gerne mal so einen Motor hier auf und die ganze Kamera klappt dir weg. Dann justiert die sich einmal neu, aber die Aufnahme ist in dem Fall dann kaputt. Damit haben wir zum Beispiel das Musikvideo von Chief Peace gedreht. Damit haben wir schon mehrere Aufnahmen gemacht, wenn ich trainiert habe, alles was so unglaublich stabilisiert und gecurved ist, kriegt man damit mega gut hin, macht richtig Spaß, aber ist auch eine Sache, die man lernen muss. Man kann nicht einfach sich einen Gimbal holen und drauf losfilmen, da muss man sich echt ein bisschen mit beschäftigen. Und da kann ich auf jeden Fall das hier empfehlen. Das hier ist ein Gimbal, das gibt's für, das habe ich glaube ich für 150 Euro gekauft, das ist fürs Handy. Richtig cool. Man connectet das mit einer App und man hat hier im Grunde genommen das ähnliche System wie bei dem großen jetzt. Das Handy kommt hier rein, wird connected mit dem Gimbal und mit der App. Man hat hier ein kleines Zoom-Rädchen an der Seite. Macht richtig Spaß, weil man kann damit auch Revertigos drehen zum Beispiel. Was ich total cool finde mit dem Handy für eine Instagram-Story, ist es mega witzig. Du hast super viele Funktionen. Du kannst Fokuspunkte setzen, von denen du gar nicht wusstest, dass es möglich ist mit dem Handy. Das macht echt Spaß. Also ist auf jeden Fall, ist jetzt nicht zum Filmemachen da, aber um zu lernen, wie man mit dem Gimbal umgeht, auf jeden Fall schon echt cool. Kann ich weiterempfehlen. Das habe ich in Spanien gekauft. Aber es gibt's überall, so ein Handy-Gimbal. Also abgesehen von diesem ganzen Equipment, was ich euch jetzt gerade präsentiert habe, mit dem wir wirklich immer arbeiten, gibt es natürlich immer noch so Kleinigkeiten, die man dann für bestimmte Projekte nochmal extra braucht. Dann fahren wir halt auch los und leihen uns das mal aus. Also so Schienen, wo dann die Kamera draufkommt und die Kamera fährt dann von links nach rechts oder wie auch immer. Sowas leihen wir uns dann einfach aus, weil es sich nicht lohnt, sowas dann direkt anzuschaffen. Wir haben auch noch andere Stabilisierungsgeräte. Wir haben zum Beispiel noch ein Shoulder Rack. Das haben wir uns damals gekauft und das benutzen wir fast gar nicht. Also ich glaube, haben wir es schon mal benutzt? Wir haben es noch nie benutzt. Dann gibt es halt so Sachen, habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, ich will hier keinen Namen nennen, aber wenn die Personen das Video sehen, dann wissen die ganz genau, ich meine sie. Man kann sich natürlich keine Vollformatkamera kaufen und dann in Serienbilder schießen und dann holt man sich eine SD-Karte mit 512 GB mit einer Schreibgeschwindigkeit von 1 MB so, und wundert sich dann, dass man mit der Kamera nicht mehr auslösen kann, weil die Kamera damit beschäftigt ist, die Bilder auf die Karte zu schreiben. Da wundern sich ganz, ganz viele Leute. Die Schreibgeschwindigkeit, wie schnell kann also die Information auf die SD-Karte geschrieben werden, ist extrem wichtig. Und da ist der Punkt, wo dann die SD-Karten auch extrem teuer werden. Wir haben, glaube ich, für unsere SD-Karten weit über 200 Euro bezahlt und haben gerade mal 64 GB. Und davon haben wir zwei Stück. Das ist also, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Sowas sind halt so Kleinigkeiten. Dann braucht man Festplatten. Wir arbeiten mit beiden Computerarten, also mit Windows-Computer und mit Mac. Wir arbeiten in der Bildbearbeitung mit Lightroom und Photoshop. Und wenn es um Videobearbeitung geht, arbeiten wir mit Premiere und After Effects. Ganz früher haben wir mal mit Final Cut gearbeitet. Das benutze ich auch manchmal immer noch so für kleine Stories und so für Instagram. Aber wenn man einmal Premiere verstanden hat, sollte man sich da auch, weiß nicht, da sollte man sich einfach... Man hat nie ausgelernt, das will ich damit sagen. Und das Gute ist, dass man sich immer wieder weiterentwickeln kann, immer wieder neue Sachen ausprobieren kann. Das machen wir immer wieder gerne und es macht immer wieder Spaß. Und falls ihr da nochmal irgendwie ein Video zu haben wollt, hey, das geht einfach zu tief, das jetzt hier noch mit reinzupacken. Mit welcher Software arbeitet ihr wie? Dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Dann machen wir dazu ultra gerne auch nochmal ein Video. Und dann erklären wir euch das, wie wir was gemacht haben. Aber im Grunde genommen ist das Video, was ihr euch gewünscht habt. Ihr habt euch gewünscht, dass wir unser Equipment vorstellen. Das haben wir getan. Ich hoffe, wir haben alle Fragen beantwortet. Falls noch welche da sind, ziert euch nicht. Schreibt die unten in die Kommentare. Und vergesst nicht, den Channel zu subscriben. Das würde uns mega freuen. Und wir wünschen euch einen schönen Tag.